Okay, kurz warten. Na, Ishi, wie geht's dir? Na, halt nicht. Kabau! Ich hab Feuerschutz. Och nee. Ach du Scheiße. Hey Großer, du bist im Weg. Scheiße. Verdammt. Geh weg. Klaus. Klaus. Wieso kann ich... kann mich nicht bewegen? Hilfe. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Ach jetzt. Hilfe, 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 Hilfe. Was war das denn gerade? Bisschen buggy. Jetzt gibt's Ärger. Mein scheiß Handicap. Klaus, du musst schon richtig... Doch, verdammt. Alter. Och man, Klaus. Ishi, du kannst ja auch mal was machen. Ey, bin ich zu doof? Sorry, aber ich muss mal kurz hier irgendwie versuchen, die Viecher abzuschießen, aber irgendwie klappt das hier nicht. Verdammt! Das geht doch nicht. Vielleicht. Hey, ach so, die Peitsche kann ich nicht mehr benutzen. Scheiße. Wieso gehen die nicht down? Oh ne, hier draußen kann ich nicht bleiben. Die schießen mich sonst bloß ab. Okay, jetzt nochmal. Höchster Konzentration. Ich zoome dich mal vielleicht auch ran. Das wäre vielleicht auch mal ganz schlau. Alter, was ist denn jetzt los? Na bitte. Geht doch. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich mich da so dumm anstelle. Na endlich. War doch gar nicht so leicht. Jetzt wieder von vorne oder wo schießt du hin, Ishi? Das ist unser, das ist Klaus, lass ihn mal in Ruhe. Das ist Klaus, lass ihn in Ruhe. Ach so, da hinten. Entschuldige, Ishi. Ishi? Ja. Oh nein. Kaputt machen macht nun mal sehr viel Spaß. Hey, lasst uns alle mit dem fröhlichen Klaus spielen. Er ist unser bester Freund. Und er weiß, was wir wollen. Das, was Kinder am liebsten wollen. Das ist aber jetzt sehr fies von dir. Alles klar. Müssen wir raus. Machst du das mal bitte, Klaus? Danke. Oh, Scheiße, das klingt übel. Klaus. Er hat uns toll gedient. Ich wollte ihn Pepsi nennen. Nein, Klaus. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Er heißt Klaus. Ach, Klaus. Sieh mal da unten. Wir werden dich in Ehren behalten. Mit guten Gedanken vorangehen.
und hoffen, dass du jetzt friedlich ruhen kannst. Wiedersehen, Klaus. Ach ja. Waren nicht unsere Pflicken hier, Gray. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Logisch. Hui! Puh, das war jetzt doch zum Schluss ganz schön anstrengend. Dritter Akt, Kapitel 1. Wo ein Scharfschütze? Punkt, Punkt, Punkt. Puh, also ich würde mal sagen, jetzt bekommen wir auch ein Scharfschützengewehr. Und ich drücke mal auf die Leertaste, um weiterzumachen. Sieht gar nicht so furchterregend aus. Die Dutzende Wände sind marode. Tja, ich glaube, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja, ja, schon gut. Ich wollte ja auch gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. Zu viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Und das Erscheinungsbild ist auch das Letzte. Du sagst es. Was zur Hölle war das denn? Och nee. Remember in Bewegung. Ich bin kein Fan von sowas. So von hinten anschleichen und erschrecken. Mach ich mir mal in die Hose. Oh Mann. Oh, so schlimm sieht sie gar nicht aus. Nein. Tut nicht. Vorsicht! Was hab ich dir gesagt? Halt die Klappe und lauf! Wir müssen sofort einen Weg hier rausfinden! Ach du Scheiße. Moment, ich hab was gemacht. Hilfe, 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 Hilfe. Und ins Licht Heilige Scheiße, das war verdammt knapp. Ich brauche irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Es interessiert mich nicht, welches Ausmaß an Misshandlungen dein Arsch gemacht ist. Beweg dich. Ach Kinder. Befehlshabende braucht Unterstützung. Feinde haben Lager umstellt. Äußerste Vorsicht geboten. Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm. Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff für Serrano unterwegs. Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. Wir brauchen sie lebendig. Dann holen wir sie uns eben lebendig. Hab ich schon mal gesagt, dass die Landschaften einfach nur geil aussehen? Und vor allem der Damm, ey, das sieht echt atemberaubend aus. So richtig geil. So. Mal gucken, können wir jetzt das abschalten? Na, natürlich nicht. Na gut, dann nicht. Kaufen uns ein paar Detonationen. Ach, und die Muni ist voll, cool. Dann halt so. Und da ein bisschen Muni. Dann können wir auch hier die Kapazität vergrößern. Und Ladungsupgrade. Und nochmal zwei kaufen. Okay. Achso, ich wollte ja mal reingucken wegen den Skillshot. Datenbank. Uff. Ja. Doch ganz schön viel. Gucken wir mal. Schmettere einen fliegenden Gegner mit Hilfe der Detonation in den Boden. Okay. Auch sind hier nochmal für die einzelnen Waffen. Ja, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so interessant. Was ist hier hinten? Plunder. Keine Beschreibung in der CCUR-Datenbank verfügbar. Okay, dann mache ich mal weiter. Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig. Die AI-Logik versucht beständig, die Kontrolle zu übernehmen. Das musst du verhindern. Reiß dich einfach zusammen. Reiß dich am Riemen. War vorher mal so ein ganz auf cool tun, so alles cool, und jetzt erst, als ich ihn frage, ah, es tut so weh. Ah, es geht nicht. Versucht, die Kontrolle über mich zu übernehmen. Ja, das habe ich schon gesagt. Wollen wir rummachen?